Seid gegrüßt, liebe Good Game Empire Fans! Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von meinem Good Game Empire Let's Play! Ja, eine neue Woche hat angefangen. Heute ist Montag. Wir haben heute einige schöne Sachen bekommen. Meistens bekommt man ja dann wirklich so in der Nacht von Sonntag auf Montag dann sowieso die Preise für die Rangliste. Und da habe ich meine Soldaten bekommen. Ja, die sind jetzt hier drin. Zeige ich euch mal kurz. Da sind sie. 43 Streitkolbenträger-Veteranen, 43 Armbrustschützen-Veteranen. Und das trifft sich ganz gut, dass die jetzt in meiner Hauptburg sind, denn die reisenden Ritter sind da und die muss ich natürlich dann heute machen, denn ich will ja die 80 reisenden Ritter und die 80 reisenden Schützen haben. Und natürlich auch die Schwärmrammen und die Wandeltürme. Aber dazu gleich. Ich schaue mal eben kurz, ob beim Sammelplatz was da ist. Keine kostenlosen. Nicht schlimm. So. Mein Reiterstandbild steht in meiner Burg. Da bin ich mega happy drüber. Ich helfe mal eben meinen Allianzmitgliedern. Zack, das muss vorgehen. So, ja, ein Angriff kommt hier rein. Ist ja im Moment das Dorf-Event, ne? Und ja, da wird hier ein Dorf nach dem anderen eingenommen und wieder zurückerobert. Mein Reiterstandbild, wir lagern das mal kurz ein. Und ja, wenn ich da jetzt dann drauf gehe, dann seht ihr auch direkt, welch eine große Überraschung ich habe. Schaut mal, was sich hier drin befindet. Ein Festplatz. Und wieso, weshalb, warum, sage ich euch gleich. Jetzt zeige ich euch erstmal die öffentliche Ordnung von meinem Reiterstandbild. Ich habe es echt geschafft, noch auf 160 zu kommen. Sehr, sehr geil. Dafür war natürlich das Event gestern richtig geil, denn ich zeige euch gleich mal. Ich stelle den erstmal kurz hier wieder rein. Ja, ich muss hier aufräumen. Ups. Ich muss hier unbedingt aufräumen. So, und den Festplatz, den stelle ich mir jetzt auch hier rein. Den Gratis-Festplatz. Sehr, sehr geil. Mal gucken. Unsere öffentliche Ordnung ist jetzt auf 1042. So geil. So, so geil. Wieso habe ich denn den schönen Festplatz? Zack. Moment. Weil ich beim Wettstreit der Adligen ganz vorne dabei bin. Ich habe 30 Punkte geholt. Schaut mal, 30 Dörfer. Und schaut mal hier oben die Ränge an. Mein Mann ist auf Platz 1. Der MJB, unser König, ist auf Platz 2. Der hat auch nur bis 30 gemacht. Danach kommt der Crusader's Order und danach bin ich mit 30 Punkten. Und direkt danach ist der Arcanis. Also unsere Leute hier, die sind echt immer mit vorne dabei. Und es macht so einen Spaß. Also wirklich, ich habe jetzt gedacht, komm, ich ärgere meinen König nochmal kurz und hole noch ein Pünktchen. Aber egal, also ich bin so happy, dass ich diesen gratis Festplatz bekommen habe. Sehr, sehr geil. Und ja, ich bekomme dann auch noch, wenn ich in den 18 Stunden unter den Top 50 bleibe. Ich guck mal eben, was die letzten so haben. Die haben jeweils nur ein Dorf. Also das wird ganz schön schwierig für die in den 18 Stunden, die Dörfer. Aber ich habe es ja auch geschafft, ne? Also immer Augen offen behalten. Und ja, falls da noch irgendwie jemand oder falls die anderen, warte mal, die... Ja, für die meisten 50. Sehr, sehr geil. Also, falls mir jemand irgendwie in die Quere kommen sollte oder so und mich da von meinem 50. Platz wegschubsen möchte, muss ich natürlich noch den einen oder anderen Angriff machen. Aber ich glaube, das ist ziemlich safe und ja, geil, oder? Wieder 50 reisende Schützen, wieder 50 reisende Ritter. Wenn die jetzt auch noch dazukommen, dann haben wir fast schon eine ganze volle Armee hier mit reisenden Schützen und reisenden Rittern. Jetzt gerade bin ich unterwegs zur Raubritterfestung. Und schaut mal, da versuche ich wirklich dieses Mal das Maximum rauszuholen. Ich habe die Beutekarren nämlich noch dabei, die ich immer bei den Events bekomme. Und ich schaue dann mal, ob ich richtig viel Gold kriege. Denn ich möchte wirklich diese Quest bis zum Ende der Woche, bis Sonntag, ich habe jetzt ab heute 7 Tage Zeit, die Quest zu erreichen mit den 300k Münzen. Und wäre echt cool. Also dafür sind natürlich dann die reisenden Ritter richtig geil. Die mache ich dann nebenbei, denn ich hatte ja eh vor, genug Raubritterbogen zu kloppen. Eine habe ich heute Morgen schon gemacht. Und zwar die, die ich immer brauche für diese Punkte hier. Ich muss jetzt mal schauen. Also heute habe ich noch nicht wirklich viele Punkte gemacht. 5 Stück fehlen mir noch für die Armbrustschützen. Aber bis hierhin komme ich ja halt immer. Ich kann auch Sachen in der Ali-Schmiede machen. Die kann ich jetzt mal kurz eben machen. Zack. Und dann habe ich wieder eine Belohnung abzuholen. Ja, diesmal... Wir haben die noch nicht so hoch, wir legen da auch nicht wirklich Wert drauf. Sieht eingehende Angriffe 6% früher. So, und dann habe ich nämlich auch meine Nahrung. Die ist erstmal wirklich extrem wichtig, denn schaut mal bitte.
Ja, mit Nahrung ist im Moment nicht wirklich gut hier bei mir. Auf jeden Fall nicht in der Hauptburg. 354 Soldaten. Ich muss echt mal was tun hier mit den Farmhäusern. Ich könnte jetzt eins hochbauen. Das werde ich jetzt auch tun. Oder warte mal, wie? Die Mühle ist schon auf 3. Bäckerei habe ich nicht genug für. Ja, dann muss ich leider die Farmhäuser hochbauen. Zack. So. Ja, jetzt kann sich natürlich hier meine Stein- und Holzproduktion wieder ein bisschen in Schwung bringen. In dem einen Außenposten, in dem La-Außenposten, von dem ich immer die ganzen Angriffe starte, da sieht es ganz gut aus. Ne, da ist ja eh alles fertig und da kann ich jetzt, kann ich hier? Ne, kann ich nicht. Ah, diesen könnte ich hochbauen, das mache ich dann auch. Zack. So, immer wenn wieder was zu tun ist hier, dann werde ich das natürlich tun. Hier habe ich noch 6 Tage. Ja, das reicht. Die anderen Armeen, die sind ja unterwegs. Ich habe hier 1200 oder so, habe ich hier drin um den Dreh. Ja, 1400 fast. Ja, bis auf 2 Soldaten. Ne, doch, 1400. Bis auf 2 Soldaten, 1400. Das läuft ganz gut. Wenn ich die dann auch mal irgendwann hochbauen kann und die hier abgerissen habe und dafür noch mehr Farmhäuser stehen habe, dann läuft das auch hier ganz gut dann. Ja, mehr wollte ich euch eigentlich überhaupt gar nicht sagen. Ich versuche auf jeden Fall noch über 2000 R diese Woche zu kommen. Denn da gibt es ja dann noch viel, viel schönere Sachen. Ich glaube, dafür gibt es so ungefähr 50 von den Soldaten. Und ist natürlich geil, ne? Wenn man jede Woche dann diese 50 oder beziehungsweise dann 100 Soldaten dazu bekommt, einfach so, ohne was zu tun. Ich finde sowieso, in letzter Zeit bekommt man extrem viele Soldaten geschenkt. Mir sind ja natürlich auch einige abhanden gekommen, habe ich euch ja gesagt. Also ich werde hier wirklich in Schwulitäten kommen. Ich habe vorhin nochmal geguckt. Also bis jetzt hat sich der Support noch nicht gemeldet. Ich habe keine Ahnung, ich hänge so ein bisschen in der Luft hier. Aber wenn die sich gemeldet haben, dann melde ich mich vielleicht nochmal kurz bei euch und dann kann ich vielleicht auch nochmal sagen, was ihr zu tun habt, wenn euch auch Soldaten abhanden kommen. Und ja, vielleicht ist es für euch dann immer ein bisschen einfacher, als wenn ihr euch da beim Support durchwühlen müsst. Und habe es in letzter Zeit auch oft mitbekommen, gerade wenn solche Rollbacks oder Updates waren, wenn irgendwelche Soldaten verloren gegangen sind, dass die Leute dann irgendwie wie Ochs vom Berg stehen und nicht wissen, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Verlustmeldungen habt oder so, würde ich die auf jeden Fall immer beim Support melden, denn normalerweise geht das eigentlich ganz gut, dass die dann die Sachen erstatten. Müsst ihr dann vielleicht nur auch beischreiben, dass ihr dann vielleicht auch das Gold wieder haben wollt, was euch dann kostet, die Soldaten dann wieder in die APs zu schicken. Ich habe es diesmal nämlich nicht gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, ob Empire das überhaupt macht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ne? Ich frage nochmal nach, ob das möglich ist, mir dann das Gold auch noch gut zu schreiben, weil ich muss ja 300k Münzen haben. Ne? Ich glaube, die Musik ist jetzt ein bisschen laut, aber ich werde die gleich im Nachhinein noch ein bisschen leiser stellen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. Wir sehen uns. Bis dann.